So, hallo, da sind wir bei einer kleinen Runde Survival Games. Der Maudado nimmt eigentlich schon auf. Ich wollte eigentlich die erste Runde auch mit aufgenommen haben, wo ich ihn gerade vernichtet habe, aber habe ich nicht geschafft. Und ihr könnt also so gesehen beide Perspektiven schauen. Ihr müsst nur bei Maudado so eine Minute vorspulen. Oder ihr schaut die erste Runde auch noch bei Maudado. Aber auf jeden Fall habt ihr beide Perspektiven zur Auswahl und das ist doch ziemlich cool. Du bist schon losgegangen, nehme ich einfach mal an. Ich bin sofort losgelaufen, ja. Okay, habe ich auch gemacht, weil ich deine Mausklingen hören habe. Ja, das heißt, ich weiß immer, was du machst. Nimm dich in Acht. Ich fühle mich beobachtet. Ja. Ich finde nur Müll. Okay. Zwei solche Granaten auf dem Server. Die kennst du ja wahrscheinlich, die einen blind machen. Ja, die habe ich aber in Detmanum einmal gegen mich eingesetzt, aber... Ja, die explodieren mit einem extrem starken Delay, deswegen schafft man das fast nicht, jemanden zu treffen. Ich treffe mich meistens selbst. Okay. Manu Skill. Hat mich getroffen, als er mal nach mir geworfen hat damit. Okay. Ich hätte noch gern Bogen und irgendwie habe ich keine Level. Immer finde ich Level und sonst nix, aber jetzt habe ich kein Level. Ich habe Angst. Warum? Warum? Weil du, ach verdammt. Du böse Motor. Oh! Du hast ein verzaubertes Schwert und ich nicht. Weil du ein böser Motor du bist. Hat sich erwischt? Nein, okay. Ja! Halbes Herz! Richtig knapp! Gut, dass ich es verzaubert habe. Ja, richtig, ich glaube, das hat den Unterschied gemacht. verdammt! Nächstes Mal, Zombie! Nächstes Mal! Er hat die erste Runde gewonnen für Zombies-Zuschauer. Hab ich gesagt. Auch, glaube ich, relativ. Oh. Ja. Habt ihr nicht zugehört, es tut mir leid. Schande. Spielen wir mal die fliegenden Inseln. Hab schon angenommen. Die fliegenden Inseln finde ich mitunter die coolste Map. Ich falle da immer bei den Sprungplattformen runter, ja, weil macht ich zu ja, schlecht bin. Man wird ja dann einfach zurückteleportiert und kriegt ein bisschen Schaden. Ja, extrem viel. Ein bisschen. Die fünf Schaden, Herzen ja, machen nichts. Braucht man nicht. Und eine Sache an der Map finde ich ein bisschen doof, weil die eine Seite hat Enderperlen und die andere nicht. Oder ich habe es bei der einen Seite nie die Enderperlen entdeckt. Du hast Enderperlen? Ja, auf der einen Seite gibt es direkt am Anfang Enderperlen, wenn man die erste Treppe hochgeht, hängt da so eine Kiste im Baum. Okay. Cheater? Ja, so, Sprungplattform. Oh, ich hab's geschafft. Sieg. Okay, und hier warst du auch Gott sei Dank noch nicht. Wie schnell soll ich denn bitte sein? Weiß es nicht. Ich bin gerade mal aus meinem Turm raus. Du redest schon davon, dass ich Gott sei Dank noch nirgends war. Ja, bei diesem einem Haus, wo oben drüber das Schiff ist, da rennen ja immer alle gleich am Anfang hin. Wusstest du, dass ich bis jetzt in jeder Runde zwei Eisen gefunden habe, aber keinen Stock? Okay, ich habe erste Runde zwei Eisen gefunden, aber konntest du nicht verwenden, weil du mich getötet hast. Oh. Yep. Die Kiste hier ist leer. Ist hier etwa jemand anderes außer mir? Bin ich nicht alleine auf dieser Welt? Hilfe! Die Platten werfen mich hin und her. Was soll das? Ja. Yeah. Magie. Oh, ich fall runter. Okay. Die Platte hätte mich, glaube ich, werfen sollen, aber hat sie nicht getan. Au. Ja, irgendwie ist es als verpackt. Ja, gut, dann wäre das jetzt natürlich meine Chance. Allerdings werde ich wahrscheinlich jetzt auch runterfallen. Mich verstecken. Vor dem bösen Dado. Ich komme. Falls du da oben bist. Ich könnte überall sein. Ja, ist tatsächlich der Fall. Hä? Hast du mich echt nicht gesehen? Nein, wo bist du? Runter, da beim Fenster. Nein, zu weit. Komm wieder hoch. Ich bin runtergesprungen. Komm. Da. Oh, hallo. Was machst du da? Kann man durchschlagen? Nee, nein. Okay. Das Wasser hochgeschwommen in der Hoffnung, dass ich dir entkommen kann. Ja, konntest du. Beziehungsweise hast du jetzt wahrscheinlich wieder voll regeneriert, oder? Ach was, wieso sollte ich dich denn nochmal die Treppe hochhetzen? Nee, ich bin aber noch nicht ganz voll. Also nee. Hast du noch Gelegenheiten, mich zu vernichten? Aua. Ach da, das Wasser. Aber da bist du wahrscheinlich nicht mehr, nee. Hat das nicht mehr mitbekommen, wie ich geflohen bin? Cool. Mm-mm. Komm mir der Ninja. Gib von mir einen Daumen nach oben. Aber jetzt bin ich auch hier oben. Jetzt bin ich auch so cool. Hallo! Warte, ich schmeiß einen Schneeball.
Woher weißt du meine Schwäche, Schneebälle? Dann. Oh Gott. Nein, ein wilder Maudado. Flieht. Bringt Schneebälle irgendwas? Ah, jetzt wollte ich gerade auf den Schneeball. Oh Gott. Nein. Verdammt. Oh, fuck. Wie Leben hast du eigentlich? Ein halbes Herz. Ich wollte mich schon wundern. Das sollte ich vielleicht nicht anmerken, aber du dürftest jetzt auch nicht viel mehr haben, weil du über mir gespawnt bist. Oder nee, das ist ein Haus nebendran. Oh Gott. Ich sehe nicht mal, wo du bist. Wo bist du, Zombie? Wo bist du? Au! Oh. Wieso hast du überlebt? Ich hab dich doch gleichzeitig geschlagen. Ja! Oh Gott! Mit deinen Kettenhosen. Der Schock meines Lebens. Ja, die Hosen haben's gemacht und Kettenschuhe. Ich hatte sogar noch eine Lederhose übrig, aber da habe ich Besseres gefunden. So, direkt nächste Map. Was gibt's denn hier Tolles? Hier, Ravine. Perfekt Englisch ausgesprochen. Ja. Oh, die war extrem gut. Wir können auch gerne groß. Öfters die Map mit den fliegenden Inseln machen. Okay. Die mag ich recht gerne. Meine Favoriten-Map ist, wie gesagt, der Zirkus. Ja? Ich glaube, das ist die Hass-Map von Manu. Okay, ich finde, die hat die perfekte Größe und man findet genügend Kisten auf beiden Seiten. Und dann gibt es natürlich noch die Zirkus-Manege. Die Map hier ist außerdem ein bisschen unfair, weil der eine Spieler am Anfang direkt ein Haus hat. Wo so vier Doppelkisten drin sind, ne? Nicht vier, sondern zwei Doppelkisten und nochmal zwei einzelne, glaube ich. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, aber Doppelkisten sind ja. Das ist ultra unfair. Also das finde ich an der Map echt nicht so toll. Aber ich kann mir die Namen nie merken, deswegen habe ich die ausgewählt. Ah ne, es sind sogar drei Doppelkisten. Boah, viel Spaß, ne? Ja, danke. Habe ich da eine Türe gehört? Werde ich paranoid? Ich glaube schon. Gibt's hier überhaupt Türen? Weiß es nicht, aber ich werde paranoid. So. Habe ich jemanden ein Item aufsammeln hören? Ich glaube, ich werde echt paranoid. Und jetzt hätte ich Noteblocks? Hä? Moldado, alles okay? Ah, die spielen sich automatisch ab, also. Ach so. Also, ich bilde mir wirklich nichts ein. Hoffe ich zumindest. Ach, gerade schon. So, hä? Haha! It was a trap. Ja! Ah! Verdammt! Schon wieder! Das war hast so du cool. Die abgespielt? Nee. Okay. Ich hab nichts gemacht. Ich hab mir gerade wirklich wieder Sorgen gemacht. Ich wollte gerade zur Mitte gehen. Ich hätte ein Eisenschwert craften können. Ich hab dich nicht dazu kommen lassen. Ich saß ganz oben auf dem Berg und hab dich beobachtet und dann so eine Enderperle über 100 Meter auf dich drauf geworfen. Okay, dann spielen wir noch die hier und dann dürften es auch 15 Minuten gewesen sein, oder? Bei mir sind's 8 gerade. Okay. Gut. Ja gut, dann kann ich ja eine Runde früher beenden und dann habt ihr noch eine bei Zombie, dann ist es ausgeglichen. Bonus. Bonus. Immer mir vorne dran. Wieso hast du eigentlich ein Hühnerei geworfen? Ich dachte, so ein Enderauge ist... Ja, das ist, die werden als Hühnerei geworfen. Also die verwandeln sich, wenn man sie wirft, in Hühnerei. Okay. Weil ich glaube von der Engine her, die fliegen ja immer nach oben und deswegen wird's nicht gehen. Achso. Och nö. Nein, 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 Zombie! Ich häng hier in der Spinnenwebe fest. Oh Gott! Hallo. Weiche, weiche, weiche. Oh. Du warst schon wieder in der Spinnenwebe drin übrigens. Ja, die Treppe, da hänge ich immer rein. Okay, dann war's das bei mir. Für noch eine Runde. Schaut bei Zombie vorbei. Ich glaube, Zombie hat jetzt dreimal gewonnen. Ich einmal. Passt. So, wie ist die fliegenden Inseln? Floating bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Floating 1. Accept. Battle Time. Die Bonusrunde bei Zimbel. Zimbelmann. Der alles kann. Zimbelmann. Ich habe 37 Kills und 22 Tode. Sind eigentlich ganz gute Stats dafür, dass ich Minecraft PvP der Oberkack-Bob bin. Ja gut, ich rush immer mit Schwertern und überrasche immer die Leute eher, anstatt richtig zu kämpfen. Okay. Ja, jetzt nehme ich mich natürlich in Acht, nachdem du mich schon wieder überrascht hast. Zum 100. Mal. Ja, zum 100. Mal. Dreimal. Kann ich zählen. 100. Ich kann nicht zählen.
Oh Gott. Also können Schneebälle eigentlich jetzt was oder nicht? Nö, nur schubsen. Also quasi wie eine Angel. Wow. Eine Einwegangel quasi. Auf höhere Distanz. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er selber da irgendwas gemacht. Die Faust mit hier ja auch verstärkt. Ja. Kann ja sein. Gut, jetzt bin ich bei deinem Spawn. Ich habe keine Ahnung, welche Seite mein Spawn ist. Oh Gott. Immer nach Namen umsehen. Immer nach Namen umsehen. Man verliert übrigens mehr als 5 Herzen beim Runterfallen. Okay. Verliert 7 Herzen. Ja, man stirbt auf jeden Fall nicht, also man behält immer ein halbes Herz, mindestens. Ja, trotzdem 7 Herzen ist krass. Ich glaube, die Runde geht an dich. Okay, enchantest du gerade? Nein. Sonst würde ich nicht sagen, dass die Runde an dich geht. Wo bist du hin? Bist du gerade runtergefallen? Eventuell. Ach so, weil ich war gerade hinter dir her, hinter der Spur der geleerten Kisten. Ach so. Auf der Spur der geleerten Kisten. Wieder den Wasserfall hochgeklettert? Nein. Keine Panik, das mache ich nicht öfter. Ich habe aber Angst. Warum ist da ein Schalter? Ich will wissen, was dieser Schalter macht. Hä? Da kam gerade was. Ich bild mir wieder Sachen ein. Du hast echt Schneebälle dahin geworfen, oder? Oh nee. Aber da ist auch ein Schalter, von dem würde ich gerne wissen, was er macht. Okay, wo ist Zombie? Wo ist Zombie nicht? Zombie ist überall. Richtig. Das ist die Antwort, die wir alle hören wollten. Die Schneebälle da hinkamen. Entweder es war von der anderen Seite oder es war von oben vom Turm, falls man da rausgucken kann. Ich war auf einem Gebäude oben. Ach verdammt, ich finde dich eh nicht. Und ich habe Schuhe, die ich nicht angezogen habe. Das war ein bisschen doof. Ich hätte gerne überhaupt Rüstung. Schuhe sind ja eigentlich schon wichtig, die schützen deine Füße. Ja, vor Kälte. Und hartem Boden. Nee, das ist recht. Mordado, wo bist du? Nee, wo bist du? Ich hab Angst. Aber oh nein, ist so. Du wirst mich gleich wieder. Du fällst mich doch gleich an. Nein, wirklich nicht. Ich wollte dich gerade eben anfallen, aber dann bist du runtergefallen. Habe ich mich selbst angefallen? Haha. Dann habe ich dich nicht gefunden. Ich kenne die Map zu schlecht. Aber ich glaub, das ist deine Lieblingsmap. Ja, ja, aber ich habe sie ja noch nie groß gespielt. Ja? Yeah. Ich habe keinen Plan, wo man an manche Stellen hinkommt. Aber ich sehe so einzelne Inseln überall am Rand fliegen und so. Ja, okay. Ich bin gerade in der Mitte beim Enchanting Table und springe jetzt wieder hoch. Kann man hochhüpfen? Siehst du? Ja, das sind so Sprungplattformen. Und dann kommt man bei deinem Spawn raus, deswegen war ich vorhin so schnell da, weil ich auch in der Mitte war. Ah. Nur du warst schon weg. Okay, also ist jetzt eine verzauberte Waffe? Ja, aber vielleicht. Obwohl, du bist ein Zombie, oder? Da würde Smite auch helfen. Aber vielleicht habe ich auch Sharpness. Jetzt nach dem Satz, Smite würde da auch helfen. Vielleicht habe ich aber auch Sharpness. Ja, vielleicht habe ich das mit Smite zuerst erwähnt. Damit ich dich verwirre. Ja. Ah, ich sehe, was du meinst. Oh Gott, bin ich schlecht. Ich sollte mal Minecraft deinstallieren. Kann es sein, dass es auf der Map hier keine Werkbank gibt? Ich hab dich mit dem Ei runtergeschubst! Nein! Es war doch noch hilfreich. Ja, das Problem ist, spawnst du nicht hier. Ich hab gedacht, du spawnst hier. Vielleicht bin ich auf der anderen Seite gespawnt. Weil ich da stand. Ach nein, das ist mein Spawn. Ich bin ja. Du hast mich ja invited. Oh, verdammt. Deswegen war ich die ganze Zeit falsch. Kommt davon, wenn man auf unterschiedlichen Seiten spielt. Nein!
Endlich schon noch. Hast du wieder an mir vorbeigesneakt? Ja. Ich bin so blind. Ich bin der Oberninja. Okay. Hast du ein Diamantschwert? Nein. Was hattest du Blaues in der Hand? Magische Objekte. Okay. Bleib da! Die Runde wird noch eine Weile dauern, Mordado. Moment mal. Wo ist er jetzt wieder hin? Ich bin der Ninja. Irgendwann finde ich. Oh, hallo, guck mal, über dir sind Enderperlen. Achso, das ist die Kiste mit den Enderperlen. Ah, okay, danke. Bitte, jetzt kannst du besser entkommen. Spaß, ich hatte schon Enderperlen. Achso, okay. Müsste es. Wieso macht Leute dann überhaupt da hoch? Die Hoffnung treibt mich an, immer weiter zu machen. Hast du kein Essen? Doch. Aber ich hab gewartet, bis ich vollgeweckt bin. Bist du das? Jetzt? Was? Bist du jetzt? Ja, jetzt hab ich. Aber es gibt keine Werkbank auf der Map, oder? Ich weiß auch nicht, wo sie ist. Vielleicht oben auf dem Schiff, vielleicht. Ich hab ewig gesucht. Nee, auf dem Schiff hatte ich das Zeug schon zusammen, was ich haben wollte. Kannst du den Eisenschwert craften, oder? Ja, schon seit Rundenbeginn, aber ich finde einfach keine Werkbank. Hallo? Nein, bleib da! Tschüss. Zombie, verlass mich doch nicht! Ich hab Angst vor dir, geh weg. Bist du mir so langsam hinterhergelaufen? Ah, da, nee, ich hab dich grad noch. Attacke! Oh. Komm her! Oh nein! Oh, bitte! Da bauen sich hin und her. Epic. Wo bist du? Nein! Da, okay. Oh, nein, ich hab dich nicht gesehen. Ja, oh, ja, okay. Ich hab noch gewonnen. Ich war so oft down. Besonders das erste Mal, wo du mich mit dem Ei runtergehauen hast, angeblich, ja? Ich bin ja in den Wasserfall reingegangen. Ach so, okay. Ich hab mich geduckt. Oh Gott. Das und da unten waren können. Enderperlen und dann habe ich die genommen und bin erstmal vor die abgehauen. Dann habe ich den Baum noch mit den Enderperlen gesehen und bin da hingegangen. Die hat die schon rausgeholt, als du mir gesagt hast, dass die Kiste okay da überhaupt ist. Boah, war das eine krasse Runde. Die war jetzt auch so lang, dass ich jetzt 18 Minuten habe statt 8. Ja, krass. Okay. Dann schaut bei Maudado auch noch die andere erste Runde. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.